heiße Emilio Bernardo Brumbach, ich bin 9 Jahre jung. Und das ist mein Zuhause, der Zirkus. Ich bin Deutschlands jüngster Zirkusdirektor. Klingt lustig, hat aber einen ernsten Hintergrund. Also vor 5 Jahren ist mein Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein harter Schlag für alle. Meine Schwester ist deswegen auch weggezogen, weil sie war mit ihrem Bruder wirklich sehr, sehr fest zusammen. Und da ist halt die ganze Familie ein bisschen durcheinander gekommen. Emilio musste schnell erwachsen werden, um in die Fußstapfen seines Bruders zu treten. Wir haben 1,5 Jahre Pause gemacht mit unserem Zirkus. Und unser Emilio hat uns sehr viel Kraft auch dafür gegeben, sonst hätten wir das nicht geschafft. Er hat so eine Energie, dieser kleine Bub. Ich gehöre zum Zirkus, mein Vater gehört zum Zirkus und meine Mutter. Wir sind nur zu dritt. Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Gut gemacht. Das ist ein reiner Artistenzirkus ohne Tiere. Wir machen eigentlich nur hauptsächlich Clownerie und Artistik, Jonglieren. Das hier ist mein Wohnwagen. Hier tue ich auch immer schlafen. Also hier ist normalerweise mein Bett, aber das ist momentan umfunktioniert. Dieser Tisch wird so eingeklappt. Also ich freue mich sehr darauf, beim Supertalent dabei zu sein, weil ich mal zeigen möchte, was ich alles kann. Emilio will Werbung für seinen Zirkus machen und den Familienbetrieb so vor dem Ruin bewahren. Das ist sein allergrößter Wunsch. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Emilio Bernardo Brumbach, ich bin 9 Jahre jung und ich bin von einem kleinen Artistenzirkus. Ja, und da trittst du auch auf? Ja. Wie geht das so mit der Schule und so? Klappt das trotzdem? Also da, wo wir gerade sind mit unserem Zirkus, ja, da gehe ich in die Schule. Ist das nicht schwierig? Also immer wieder neue Kinder und neue Freunde? Manchmal ist es schwierig, aber meistens ist es sehr gut. Die wollen dann bestimmt die ganzen Tricks sehen, ne, die du kannst. Ja, ich nehme auch immer cool Jongliersachen, ja, mit in der Schule. Ja, alles klar. Prima. Machen. Ich könnte nicht mal nur auf dem Brett stehen.
sagen, ich bin fasziniert von deinem Ehrgeiz. Mit 9 Jahren alt, das ist der absolute Wahnsinn. Und, Dankeschön. Aber zu dem Akt einfach zu kommen, ich finde, das ist der Wahnsinn, was du da leistest mit 9 Jahren alt. Das ist absolut Spitzenklasse. Also, und man steht vor allen Dingen, du hast auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Und du bist schon eine kleine Showmeister. Das ist toll. Tolle, tolle Show. Super gemacht. Danke. Dass du jetzt schon mit 9 so eine Bühnenpräsenz hast, dir so viel angeschaut hast, bestimmt bei deiner Familie, und das jetzt hier vor uns zeigen kannst, mit so viel Freude und so viel Selbstvertrauen. Also wirklich wahr, Hut ab. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ja, Emilio, du hast wirklich so viel Power. Ja, du hast dieses Ding, ich will nach vorn, ich will das können. Und Tim, ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die kann man gar nicht so lernen. Aber du hast auch noch dieses Talent eben dazu. Das alles mit 9 Jahren, muss ich dir wirklich sagen, also mein großes Kompliment. Also das war wirklich richtig große Klasse. Ja. Danke. Prost. Ja. Sylvie? Ja. Dreimal ja, ganz toll. Emilio, das hast du dir echt verdient. Mach weiter so. Ja? Ne? Dankeschön. Und hat dein Papa dich dazu überredet, das zu machen? Oder hast du einfach gesagt, Papa, ich möchte das auch gern machen? Genau das Zweite. Das Zweite? Ja. Sehr schön. Und wenn dich irgendwie mal jemand ärgert in der Schule, dann sagst du, ich kenne Dieter Bohlen. Und wenn der nur irgendwas sagt, dann kommt der und verprügelt euch alle, okay? Sag ich. Ja? Alles klar. Tschüss. Bist du da raus? Ja. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Emilio, hey, super. Es ist geschafft, Schatzi. Ich bin stolz auf dich. Hey, gut gemacht.